So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop. Außerdem gibt es noch schnell den Gewinner von gestern, denn ich verschenke aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks an meine Abonnenten. Und der Glückliche von gestern ist der liebe YouTubeSkillsHD. Er hat die 1000 V-Bucks von gestern gewonnen, also falls ihr die 1000 V-Bucks von heute gewinnen wollt, alles was ihr tun müsst, um diese V-Bucks zu bekommen, ist einfach nur ein Abo da lassen, denn ich verschenke das nur an meine Abonnenten. Also einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken, dann hier dem Video einen Daumen nach oben geben und heute ein Hashtag Tag 6 in die Kommentare schreiben, um ja hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Einfach abonnieren, Daumen nach oben und Kommentar und dann könnt ihr heute wieder 1000 V-Bucks gewinnen. Das Ganze geht noch 4 Tage, also nehmt unbedingt teil und dann schauen wir uns jetzt an, was heute so Neues in den Fortnite-Shop reinkommt. Let's go und oh, was ist das denn? Eine neue Hacke? Nice, okay, Piraten sind immer noch da. Ja, schaut doch in Ordnung aus. Was ist das denn für eine Hacke? What the fuck? Okay. Ja, ist doch in Ordnung. Linke Seite hat sich auch geupdatet. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt auch mit der linken Seite an. Und zwar mit dem Seewolf. Es gibt 2 verschiedene Stile. Die kann ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Ja, auch der Backpack hat 2 verschiedene Styles. Finde ich jetzt nicht ganz so krass. Mir hat persönlich der weibliche Skin deutlich besser gefallen. Den kann ich auch mal zeigen. Hier der weibliche Skin. Und dann gibt es noch die Hacke und den Gleiter dazu. Nämlich den Ankersteuer hier. Obwohl, ich glaube, es ist nur eine Hacke, oder? Ja, genau, es gibt keinen Gleiter dazu. Ah doch, den kann man ja aktuell durch die Challenges bekommen, die ja jeder for free hat. Also, genau, das ist die Hacke. Dann haben wir noch dazu dieses gesamte Finsterbomber-Set. Einmal hier den Skin mit dem Backpack. Finde ich ziemlich cool. Auch das Donnerross hier, richtig geile Hacke. Auch weil der Mund sich hier so ein bisschen bewegt und dieses Horn so zu beleuchten beginnt. Dann haben wir noch dazu die Glyphe der Dunkelheit. So ein animierter Gleiter. Ja, auch den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Tages. Und zwar haben wir eine neue Hacke drin. Sie heißt Schalenschläger und kostet 800 V-Bucks. So schaut sie erstmal aus. Ja, ist... Ah, warte, ich muss mal ganz kurz die Settings hochstellen, ne? So, jetzt sieht das Ganze mal ein bisschen besser aus. Ist halt so eine Banane auf einem Stock drauf. Finde ich ziemlich lustig. Hören wir uns mal an, wie die klingt. Jetzt eher nicht so besonders. Finde sie aber echt trotzdem ganz lustig und sie passt halt auch echt gut zu diesem Bananenskin. Ja, ich werde sie mir jetzt auf jeden Fall mal holen. Und falls ihr heute auch ein paar V-Bucks braucht, wie gesagt, ich verschenke heute wieder 1000 V-Bucks an meine Abonnenten. Also falls ihr die V-Bucks haben wollt, einfach nur ein Abo da lassen, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und einen Hashtag Tag 6 heute in die Kommentare schreiben. Und dann machen wir weiter, nämlich mit der rechten Seite, wo wir erstmal die Elmira drin haben, diese Zauberin. Fand den männlichen Skin ein bisschen cooler, auch den Backpack vom männlichen fand ich ein bisschen nicer. Der wird sicherlich dann morgen wahrscheinlich ja, hier in den Shop kommen. Dann haben wir noch die Kalmarkeule für 800 V-Bucks. Mit diesem Sound. Dann noch die Abtrünnige. Ein ziemlicher Schwitzer-Skin geworden, was ich eigentlich ganz cool finde. Dann noch den Leuchtstäbe-Emote. Ja, sehr cooler Emote. Gab es jetzt zu diesem Marshmallow-Event dazu. Finde ich auf jeden Fall nice. Dann noch den Crisscross. Ja, da gefällt mir besonders die Melodie. Und im letzten Slot noch die Stoßszene. So ein Steinzeitgleiter hat mir persönlich jetzt nicht ganz so gefallen. Deswegen habe ich mir den noch nicht geholt. Und jo, das war's da schon zum heutigen Fortnite Shop. Wie immer könnt ihr mich natürlich gerne als Creator eintragen. Oh, ich muss mal neu eintragen. Alpha Dodge Snoxy in das Feld eintragen. Wie mein Kanal mit einem kleinen I am Ende dran. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Auf die Endcard blende ich euch noch mein Video von gestern ein. Ihr könnt wieder rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und dann, ja, habt einen schönen Tag. Wir hören uns nachher zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.